Ja, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Webinar über die Bauchspeicheldrüse, dem Pankreas. Das ist ein ganz spannendes Organ. Wir sehen es hier schon von der Lage her ein ganz zentrales Organ. Deswegen habe ich den Titel auch so gewählt, was aber gerne so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Katrin Battaglia. Ich bin Heilpraktikerin und beschäftige mich jetzt schon seit über 20 Jahren mit den Pilzen. Bin immer wieder fasziniert von der komplexen Wirkungsweise der Pilze und gerade bei unseren modernen Erkrankungen, wie wir sie heute haben, die ja auch sehr komplex sind, ist es immer wieder toll zu sehen, wie hilfreich da die Pilze sind, ohne dass man so viele verschiedene Therapien dann kombinieren muss. Also es wird einfach auch für die Patienten oder für Sie in der Handhabung wesentlich einfacher, auch komplexe Krankheitsbilder zu behandeln. Genau, vielleicht an der Stelle noch kurz, falls Kollegen dabei sein sollten. Ich weiß, es werden immer mal wieder auch Therapeuten eingeladen zu den Webinaren. Das heute ist aber explizit ein Webinar, was jetzt nicht sehr fachspezifisch ist, sondern eher für Endverbraucher, für Patienten gedacht ist. Und nicht, dass Sie enttäuscht sind nach der Dreiviertelstunde oder Stunde und sagen, ach, da war jetzt gar nichts Neues dabei, das kenne ich doch alles, ne? Deswegen sage ich das immer gerne vorab. Wenn Sie tiefergehende Informationen wünschen als Arzt, Therapeut, Heilpraktiker, schauen Sie auf dem Mykocampus vorbei. Da gibt es spezielle Fachwebinare, die dann auch sehr ins Detail gehen. Und schauen uns erstmal an, wo die Bauchspeicheldrüse überhaupt zu finden ist, der Pankreas. Wir haben es auf dem Übersichtsbild schon gesehen, ne, die ungefähre Lage. Jetzt so, wenn man so von vorne einfach mal auf den Bauch schaut. Hier haben wir ein Bild, schauen wir uns erstmal das Foto an. Also das, was man hier in C-Form sieht, das ist der Zwölffingerdarm. Oberhalb setzt der Magen an, also das ist direkt jetzt die obere Öffnung, ist der Übergang zum Magen und dann geht der Dünndarm natürlich noch weiter und in diese Mulde schmiegt sich der Pankreas hinein. Das, was wir hier grün sehen, das ist die Gallenblase mit dem Gallengang. Das sehen wir gleich nochmal, wenn wir die Funktion anschauen, wie sich diese Gänge, wie sie sich verhalten, das hat nämlich auch noch mal einen Einfluss dann auf viele Pathologien, also Erkrankungen. Und dann sehen wir hier die Bauchschlagader, die Bauchvene, die große, ne, blau sind immer die Venen, rot sind die Arterien. Also das ist einfach schon mal so eine Übersicht. Wichtig ist, Pankreas Bauchspeicheldrüse liegt hinter dem Magen. Ja, also wenn man sich jetzt vorstellt, so unterhalb der Rippenbögen, mittig auf dem Bauch, ja, so zwischen Rippenbogen und Nabel, das ist so die Region des Pankreas. Allerdings, wenn Sie jetzt da ein bisschen in den Bauch drücken, werden Sie nicht direkt auf dem Pankreas sein, sondern eben erstmal im Magenbereich, weil der Pankreas sich hinter dem Magen versteckt. Hat aber eine Größe von 15 bis 20 Zentimeter, ist jetzt gar nicht so klein und ist eine der wichtigsten Verdauungsdrüsen in unserem Körper. Sie hat verschiedene Funktionen, das gucken wir uns gleich im nächsten Bild auch nochmal an. Eine davon ist die, dass sie Verdauungssekrete produziert. Diese Verdauungssekrete werden direkt in den Dünndarm ausgeschüttet. Und dann produziert sie aber auch Hormone, die dann über das Blut in den Blutkreislauf gehen. Und diese Verdauungssäfte betragen bis zu 2 Liter. Ja, also das, was direkt dann in den Dünndarm abgegeben wird, das ist schon eine ganze Menge. Und die Hormone, die hier produziert werden, die haben vor allem ihren Einfluss auf die Regulation des Blutzuckerspiegels. Das bekannteste ist das Insulin. Aber es gibt auch noch andere Hormone, gucken wir uns gleich an, die ganz viel zu tun haben, so mit der Regulation von Appetit, aber auch dem Sättigungsgefühl.
Also es gibt, wie gesagt, diese zwei verschiedenen Funktionen. Einmal die sogenannte endokrine Funktion. Das sind die ganzen Hormone, die im Pankreas gebildet werden. Und die werden, wir schauen uns gleich auch nochmal ein Bild dazu an. Ich finde, dann bleibt das immer ein bisschen besser im Gedächtnis, ne, wenn man sich das nochmal bildlich vorstellen kann. Die Hormone, die werden dann direkt an das Blut abgegeben und haben dann eben ihre Wirkung an den bestimmten Zielzellen. Das bekannteste Insulin, das hat die blutzuckersenkende Wirkung. Das ist ein Problem bei dem Diabetes. Ein anderes Hormon, was hier gebildet wird, ist das Glucagon. Das wirkt dem Insulin entgegengesetzt, hat also eher die Aufgabe, dass der Blutzuckerspiegel angehoben wird. Ne? Also in Situationen, wo wir vielleicht nicht gerade gegessen haben, ja, aber trotzdem Leistung erbringen müssen, brauchen wir das Hormon, dass der Blutzuckerspiegel nicht zu stark absinkt. Dann gibt es das Somatostatin. Das ist so das Stoppschild unter den Hormonen, gerade in dem Bereich jetzt. Es wirkt dem Somatotropin entgegengesetzt, dem Wachstumshormon entgegengesetzt und es reguliert eigentlich sämtliche Hormone in dem Bereich nach unten. Dann gibt es noch Hormone, die sind jetzt nicht ganz so bekannt, aber nicht nichtsdestotrotz sehr, sehr wichtig. Eines davon ist das sogenannte Ghrelin. Da denke ich, ist auch noch viel Bedarf, so was die Forschung angeht. Hier hat man festgestellt, dass es dazu führt, dass der Appetit angeregt wird. Es wird auch im Magen gebildet, nicht nur im Pankreas, also viele Hormone, die jetzt nicht nur im Pankreas, sondern dann auch im Magen- und Darmbereich gebildet werden, wie das Ghrelin. Und es führt dazu, dass der Appetit ansteigt, dass vermehrt Verdauungssäfte ausgeschüttet werden. Dann kommt das pankreatische Polypeptid, PNP genannt. Das führt dann eher dazu, dass es zu einem Sättigungsgefühl kommt, dass die Verdauungssäfte wieder reduziert werden. Also diese ganze Ausschüttung, das ist alles hormonell geregelt. Also da entsteht dann eben dieses Sättigungsgefühl, regt aber auch schon die Peristaltik an, was dann eben auch durch das Serotonin nochmal bewirkt wird, ein Hormon, was eben dazu führt, dass der Darm sich wirklich bewegt, dass der Speisebrei dann durch den ganzen langen Dünndarm und Dickdarm auch hindurch transportiert wird. Und dann gibt es noch ein Hormon, das Amylin. Das hat auch diesen Effekt, dass es eher zu einer Sättigung kommt. Die zweite große Gruppe, also es gibt so zwei Bereiche an Funktionen, ne? Das Hormonelle, aber dann eben die Produktion der Verdauungssäfte. Das ist diese sogenannte exokrine Funktion. Also manchmal hört man das auch, wenn man jetzt betroffen ist und hat da seine Diagnosen vielleicht schon, dann hört man eher von dieser exokrinen Insuffizienz. Das heißt dann, dass eben die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genügend Verdauungssäfte produziert, nicht mehr genügend Verdauungsenzyme produziert. Und das sind eben die Substanzen, die dann direkt in den Dünndarm abgegeben werden. Und da allen voran ist das Bicarbonat. Das führt, also diese 2 Liter Verdauungssaft sind ja sehr bicarbonathaltig, einfach deswegen, weil der Speisebrei, wenn er direkt aus dem Magen kommt, sehr sauer ist. Also wir haben ja die Magensäure, die da im Magen schon mal eine Vorverdauung leistet. Also im Magen werden schon mal Kohlenhydrate, Eiweiße aufgespalten, also diese Alpha-Amylase, Peptidase, das gibt es alles auch schon im Magen. Und dieser saure Speisebrei wird dann eben durch diesen bicarbonathaltigen Verdauungssaft aus der Bauchspeicheldrüse neutralisiert, damit hier dann auch wieder die anderen Enzyme ihren optimalen pH-Bereich haben, in dem sie dann auch wirken können. Und da gibt es dann, also Aase, es sind immer Enzyme und die Alpha-Amylase wirkt schon im Mund, die haben wir schon in unserem Speichel enthalten, die zerlegt die Kohlenhydrate.
Dann gibt es eiweißspaltende Enzyme wie Peptidase oder Protease. Und dann also die dritte große Gruppe der Nahrungsmittel, also diese Makronährstoffe, sind ja Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Und für jede dieser Gruppen gibt es eben bestimmte Enzyme. Und für die Eiweiße, um die Eiweiße hatte ich ja schon genannt, also Peptidasen und Proteasen, aber um die Fette aufzuspalten, werden dann hier auch nochmal die Lipasen ausgeschüttet und es kommt da eben zur Zersetzung dieser großen Makromoleküle in die kleinen Fettsäuren, die dann eben über den Dünndarm aufgenommen werden. Hier sehen wir nochmal ein Bild, einfach deswegen, weil wir da ganz gut dann auch bei den Krankheitsbildern erkennen können, warum so eine bestimmte Problematik entsteht. Also hier wieder das C, ne, der Zwölffingerdarm, der oberste Teil des Dünndarms. Hier sehen wir auch wieder grün den Gallengang. Und ich hoffe, Sie können es gut sehen. Diese orangefarbenen Ausführungsgänge der Bauchspeicheldrüse, die so in der Mitte sich entlangziehen, ne, mit Pfeil nach links hauptsächlich, das sind die Ausführungsgänge für die Verdauungssäfte, für die Verdauungsenzyme. Und die nutzen zum Teil, also im untersten Bereich ein kleines Stückchen von dem Gallengang. Ja. Also der Ausführungsgang, einer der Ausführungsgänge der Bauchspeicheldrüse endet mit dem Gallengang an der gleichen Stelle. Man sieht hier so ein klein bisschen, da läuft dieser weiße Pfeil gerade drüber, sieht man so dieses Loch, ja, wo dann die Galle, aber auch der Verdauungssaft in den Dünndarm ausgeschüttet wird. Und hier kann man ganz gut erkennen, wenn es jetzt zum Beispiel zu einer Gallensteinbildung kommt und gerade dieser Durchgang von einem Gallengang in die Darmwand, ne, das ist einfach auch so eine Engstelle, wo sich dann gerne mal vorne ein Stein davor setzt. Und somit wird dann aber auch oder werden die Ausführungsgänge der Bauchspeicheldrüse blockiert. Die Verdauungsenzyme stauen sich in die Bauchspeicheldrüse zurück und es kommt quasi zu so einer Selbstverdauung und natürlich dann zu einer Einschränkung in der Funktion. Welche Krankheitsbilder das zur Folge haben kann, schauen wir uns im Folgenden auch nochmal an. Aber ich denke, anhand dieses Bildes und kann man einfach besser nachvollziehen, ne, was passiert da letztendlich und warum ist das Ganze so problematisch. Also ich habe dann eben auch weniger Verdauungssaft, weniger Verdauungsenzyme im Dünndarm, wo ich sie brauche. Die Nahrung wird schlechter zersetzt und das führt dann eben zur sogenannten Pankreasinsuffizienz. Da schauen wir uns dann gleich noch die Symptome auch an. Das war also jetzt nochmal diese exokrine Funktion des Pankreas, ne, die Produktion der Verdauungssäfte und die endokrine Funktion, das sehen wir jetzt hier vor allem so an den lilafarbenen Punkten, ne, da gehen die Pfeile dann Richtung Arterie, also dieser rote Strang, der sich oberhalb der Bauchspeicheldrüse langzieht. Also das sind die Hormone, wie zum Beispiel Insulin, Glucagon, die dann direkt an das Blut abgegeben werden, um dort eben dann ihre Wirkung zu entfalten. Ja, hier sehen wir verschiedene Krankheitsbilder, die den Pankreas betreffen können. Einmal die Pankreasinsuffizienz, das heißt, die Funktion ist beeinträchtigt, aber auch ein Fettpankreas gibt es. Ich gehe gerade mal so gegen den Uhrzeigersinn. Das hat man jetzt vergleichbar mit der Fettleber auch entdeckt, dass es in der Bauchspeicheldrüse zu Fetteinlagerungen kommen kann. Das können sogar schlanke Menschen sein, aber das scheint wohl immer häufiger aufzutreten. Das schauen wir uns auch an. Dann die Bauchspeicheldrüsenentzündung, einmal die akute Form, die chronische Form. Pankreastumore gibt es natürlich auch. Und den Diabetes mellitus, den möchte ich heute
aussparen. Wir können mal gucken, ne, am Ende, wenn wir noch Zeit haben, kann ich da gerne noch ein paar Sätze zu sagen, falls Fragen sind. Aber es gibt so viele Webinare, Aufzeichnungen von uns auch schon alleine nur zum Thema Diabetes. Ich wollte heute wirklich gern mal so die Aspekte in den Vordergrund stellen, die sonst wirklich immer hinten runterfallen, ne? Und Diabetes, denke ich, ist so bekannt, dass wir den heute mal außen vor lassen können. Da haben wir halt die Problematik, dass zu wenig Insulin produziert wird, beziehungsweise also beim Typ 1 Diabetes ist das Problem. Ja, da liegt die Ursache wirklich im Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse. Aber das soll jetzt, wie gesagt, heute nicht unbedingt das Thema sein. Ja, wir gucken mal, wie können wir Probleme in dem Bereich erkennen? Wie zeigt sich das? Ja? Von der Symptomatik ist es relativ unspezifisch, werden wir noch sehen. Man kann es erkennen im Labor, in den Blutwerten, zum Beispiel, wenn die Verdauungsenzyme in das Blut übertreten, wo sie ja eigentlich nicht hingehören. Und da kann man die Amylase oder Lipase im Blut bestimmen. Also das ist jetzt aber kein Marker, wo man sagt, ach, ich will mal schauen, wie es meiner Bauchspeicheldrüse geht. Ich bestimme mal die Werte. Das muss immer zu der Symptomatik passen, weil es gibt auch gesunde Menschen, die trotzdem erhöhte Lipasewerte haben. Also da sollte dann wirklich eine passende Symptomatik vorliegen, damit man diese Blutwerte nimmt. Sonst macht es nicht so viel Sinn. Dann das CRP ist ein Entzündungsmarker. Das ist relativ unspezifisch. Ne? Das kann jegliche Entzündung sein, aber hier auch wieder immer im Zusammenhang mit den Symptomen. Dann kann man natürlich die ganze Diabetes-Thematik, die lässt sich natürlich ganz gut messen im Blut. Tumormarker lassen sich feststellen und ich finde es noch interessanter, eine Pankreasschwäche zum Beispiel über eine Stuhluntersuchung sich mal anzuschauen. Also da sieht man dann wirklich, dass zum Beispiel diese Pankreaselastase, also auch wieder ein Verdauungsenzym, dann im Mangel vorliegt, wenn wir eben diese Funktionsschwäche haben. Wenn wir eine Pankreasinsuffizienz haben, wenn zu wenig Enzyme produziert werden, dann nimmt eben der Gehalt an Enzymen auch im Stuhl ab. Das ist noch interessant, sich das mal anzugucken. Also die Elastase oder auch das Chymotrypsin, das sind solche Enzyme. Was aber auch passieren kann, ist, dass der Fettgehalt im Stuhl zunimmt, einfach weil die Fette nicht mehr aufgespalten werden und dann wirklich über den Stuhl ausgeschieden werden. Ansonsten von der Symptomatik kann das relativ unspezifisch sein, also so diffuse Oberbauchbeschwerden. Kommt jetzt drauf an, ne, welches Krankheitsbild und wie schwerwiegend das Ganze ist, aber in den meisten Fällen ist es relativ unspezifisch. Blähungen treten häufig auf oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das finde ich ist heutzutage einfach auch ein bisschen schwierig, weil diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind sehr präsent, aber selten im Zusammenhang werden sie mit der Bauchspeicheldrüse betrachtet. Ja, und das denke ich wäre schon gut, dass mal wieder ein bisschen mehr so auf dem Schirm zu haben. Ja, was häufig noch gekoppelt ist, dass die Augen so einen gelblichen Touch haben. Ja, also das muss jetzt nicht gleich aussehen wie bei einer Leberzirrhose, aber so ein tendenziell gelber Hautton auch. Auch eher dieser helle Stuhl, weiche Stühle und vielleicht ein bisschen bräunlicher Urin. Das sind schon mal Hinweise, wo man dann auf jeden Fall auch sagen kann, ich lasse das jetzt auch vom Labor her mal ein bisschen genauer untersuchen. Und ganz oft ist die Problematik einfach auch von den Symptomen her, dass es sich unglaublich ähnelt mit Lebererkrankungen, mit Magenerkrankungen. Also differenzialdiagnostisch ist hier natürlich immer der ganze Leber-Magenbereich mit abzuklären. Und da muss man wirklich sehr detailliert hinterfragen und dann bestimmte Stuhlergebnisse, Blutparameter noch hinzuziehen, dass man da wirklich dann auf der richtigen Fährte ist.
Ja, wir gucken uns mal so ein paar Krankheitsbilder an. Also das Schlimmste, was passieren kann, oder ich sag mal, was ist das Schlimmste? Das Schmerzhafteste wahrscheinlich, weil das ist ein absoluter Notfall, ist die akute Pankreatitis. Also Sie brauchen jetzt nicht zu überlegen, ob Sie eine akute Pankreatitis haben, weil dann würden Sie da gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja, also das sind wirklich starke Schmerzen mit Übelkeit, mit sehr hohen Werten in der Lipase, Amylase im Blut. Und da verdaut sich wirklich die Bauchspeicheldrüse selber. Na, hier sieht man das nochmal, was ich vorhin schon an dem Bild erklärt habe. So dieser kleine, runde, vergrößerte Ausschnitt, da ist dargestellt, wie eben ein Gallenstein diesen Ausführungsgang blockiert und es dann eben zum Rückstau der Verdauungssäfte in die Bauchspeicheldrüse kommt. Und das kann man sich vorstellen, dass das macht so richtigen Kolikschmerz, Übelkeit. Interessant sind jetzt natürlich, sich mal hier die Ursachen anzugucken, weil die finden wir dann auch bei der chronischen Pankreatitis wieder. Die Gallensteine, akute Pankreatitis ist ganz, ganz oft, also zu 80% auf einen hohen Alkoholkonsum zurückzuführen. Man sieht es oft aber auch im Zusammenhang mit Impfungen. Also Impfungen stören immer wieder gerne so Drüsengewebe. Also Drüsengewebe ist wirklich sehr empfindlich, auch in Bezug auf Virusinfektionen. Man weiß das von Mumpserkrankungen. Ja, da ist ja die Ohrspeicheldrüse primär betroffen, aber es ist auch eine Speicheldrüse, ne? Die Bauchspeicheldrüse. Also Drüsengewebe ist einfach da sehr empfindlich für diese Virusinfekte. Stoffwechselstörungen, man weiß, dass bei einem zu viel an Kalzium im Blut, aber auch bei einem erhöhten Fettstoffwechsel, nicht erhöhter Fettstoffwechsel, erhöhte Lipide im Blut, ne, erhöhte Fettspiegel im Blut, dass es da gerne zur Pankreatitis kommt. Da ist vielleicht auch das Thema Gallensteine dann einfach noch ein Punkt, der mit hinzukommt. Aber auch Tumore in dem Bereich, ne, das muss jetzt nicht ein Tumor nur in der Bauchspeicheldrüse sein, das kann auch ein Tumor im Verdauungstrakt sein, Magen, Dünndarm, ne, kann man sich gut vorstellen, dass da eine Vermehrung an Gewebe dann eben die Gänge abdrückt und es somit dann zu dem Rückstau kommt. Okay, ich habe nur noch mal kurz geschaut, nicht, dass der Ton sich verabschiedet. Genau, also wie gesagt, das Problem, wenn Sie das Problem haben, dann landen Sie im Krankenhaus, ne? Also da müssen wir jetzt nicht überlegen, was wir hier mit Pilzen machen. Das ist dann eher interessant bei der chronischen Pankreatitis. Die entsteht im Grunde aus den gleichen Ursachen heraus wie auch die akute Pankreatitis. Das ist eben so ein schleichender Prozess, der sich über Jahre entwickelt. Da sind manchmal eben auch Autoimmunprozesse involviert. Man kennt das bei bestimmten Autoimmunerkrankungen, beim Lupus oder dem Sjögren-Syndrom, dass da eben auch die Bauchspeicheldrüse mit betroffen ist. Und da haben wir einfach nicht so eine gravierende Symptomatik, aber nichtsdestotrotz eine Beeinträchtigung auf unsere Verdauung vor allem. Also das heißt, die Pankreasinsuffizienz, es werden zu wenig Verdauungsenzyme ausgeschüttet. Und infolgedessen kommt es dann auch zu einer Fehlbesiedlung im Dünndarm. Na, ich hatte es ja gesagt, dieser Wechsel von dem sauren Milieu im Magen zu dem basischen Milieu im Dünndarm, das ist ganz wichtig auch für unsere Darmflora. Das ist nicht nur wichtig für die Enzyme, damit die gut funktionieren, sondern dass eben auch die richtigen Darmkeime sich dort ansiedeln können. Und wenn wir jetzt zu wenig bicarbonathaltigen Pankreassaft haben und es eher ein saures Milieu ist im Dünndarm, dann können sich da eben auch die Keime ansiedeln, die da eigentlich nicht hingehören. Das nennt man auf Englisch und abgekürzt ist es dann das sogenannte SIBO, also eine Fehlbesiedlung im Dünndarm.
Das heißt, bei der chronischen Pankreatitis ist es einfach wichtig zu schauen, wie können wir die Entzündung reduzieren. Und da sind Pilze ganz, ganz spannend. Also wir haben hier direkt auch Studien aufgeführt. Sie sehen das in den Quellen unten. Da hat man im Tierversuch mit dem Reishi festgestellt, dass bei Mäusen hat man das gemacht, Pankreatitis reduziert wurde. Man hat es an bestimmten Blutwerten gesehen. Ne? Die Lipasewerte sind gesunken. Hier hat man noch andere Entzündungsmarker im Blut festgestellt, die dann eben auch gesunken sind. SOD ist erhöht, also SOD ist ein wichtiges Enzym, was antioxidativ wirkt, also antientzündlich wirkt. Und das Gleiche hat man letztendlich auch beim Chaga festgestellt. Also das verwundert jetzt nicht, wenn Sie sich so ein bisschen mit den Pilzen ja schon beschäftigt haben, dann wissen Sie, Reishi ist so der Pilz, der entzündungshemmend wirkt und der Chaga ist der Pilz, der am stärksten antioxidativ wirkt. Und das legt nahe, dass das eben zwei ganz, ganz wichtige Pilze sind, um hier die Entzündung zu reduzieren. Und dann kann man natürlich schauen, na, wenn es eine Fehlbesiedlung gibt im Dünndarm, dass man dann eben entsprechend die Pilze ergänzt. Da kommen wir aber gleich noch dazu, welche das sind. Also hier ist jetzt erstmal diese antientzündliche Wirkung im Vordergrund. Durch diese Entzündungsprozesse kommt es eben zur Funktionseinschränkung. Ne? Also entzündetes Gewebe ist nicht mehr voll funktionsfähig. Das heißt, es werden jetzt in dem Zusammenhang, wenn wir von der exokrinen Pankreasinsuffizienz sprechen, vor allem weniger Verdauungssäfte gebildet, weniger Enzyme produziert. Und somit kommt das dann zu Blähungen, Bauchschmerzen, eher weichem Stuhl, ne, Durchfall. Der Stuhl ist eher klebrig, fettig, glänzend unter Umständen auch. Und diese sogenannte Steatorrhoe, das ist gemeint, wenn der Stuhl so richtig mit Fett überzogen ist. Das tritt aber relativ spät auf. Also da man sagt, so 80-90% des Pankreas müssen da schon betroffen sein, dass sich das wirklich so drastisch zeigt. Der Geruch ist auch eher faulig und das ergibt sich einfach daraus, dass die Makronährstoffe, ne, hier in dem Fall dann vor allem auch das Fett nicht mehr aufgespalten wird und direkt über den Stuhl ausgeschieden wird. Die verminderte Aufspaltung durch den Enzymmangel hat dann eben auch zur Folge, dass es zu Mangelerscheinungen kommt. Ja, also wenn wir jetzt die Fette nicht in Fettsäuren aufgespalten haben, können die Fettsäuren dann auch nicht über die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Das heißt, wir haben Mangelerscheinungen im Bereich der Fettsäuren, aber das Gleiche gilt dann für die Eiweiße. Ne? Eiweiße sind ja große Verbindung von einzelnen Aminosäuren. Ne? Wenn man die Eiweiße in ihre kleinste Einheit aufspaltet, hat man die Aminosäuren und die sind es, die dann letztendlich über die Darmschleimhaut ins Blut gehen, die uns dann wieder zur Verfügung stehen als Bausteine. Und auch bei den Kohlenhydraten, ne, das ist, wenn die Kohlenhydrate aufgespalten werden, entstehen die Zuckermoleküle, Glucose, Fructose, diese kleinen Einheiten der Kohlenhydrate. Und auch da kann es dann zu Mangelerscheinungen kommen, eben durch diese Maldigestion, durch diese schlechte Verdauung. Und häufig sind das wirklich dann auch eher, meist sind wirklich auch eher Frauen betroffen und die sind dann eher untergewichtig wegen der verminderten Nährstoffaufnahme.
Die Mikrobiomveränderungen, das hatte ich schon angesprochen, ne? Also diese Fehlbesiedlung, die es im Dünndarm gibt. Aber wenn schon im Dünndarm eine Fehlbesiedlung ist, dann setzt sich das meistens auch fort bis in den Dickdarm. Da stimmt einfach das Milieu nicht mehr. Die vor allem auch die Nährstoffe, die nicht richtig aufgespalten werden, ne? Gerade auch Kohlenhydrate, das vergärt. Also irgendwie wird's zersetzt. Also das kann man sich dann wirklich vorstellen wie auf einem Kompost, der nicht gescheit umgesetzt wird, wo dann diese Kleinstlebewesen auch nicht mehr die Nährstoffe wirklich zersetzen, kommt es dann eher zu Fäulnis und zu Gärungsprozessen und das macht eben auch den komischen Geruch und fördert nicht die Darmflora. Häufig merkt man das auch an Fettunverträglichkeiten, aber wie schon gesagt, also vor allem ist es so spürbar an Bauchschmerzen, Durchfall, aber da sieht man auch schon wieder, das ist relativ unspezifisch. Ja? Das sind zum Teil dann wirklich auch Symptome, wo man in erster Linie mal an den Magen denkt, vielleicht an die Leber denkt und nicht unbedingt an die Bauchspeicheldrüse. Ja, wenn man jetzt die Bauchspeicheldrüse wirklich regenerieren will, wenn man sie in ihrer Funktion unterstützen will, dann sind die besten Pilze der Agaricus blatzae-morill, der ABM, aber auch der Coprinus. Coprinus kennt man ja so von der Wirkung auf die Inselzellen, ne, die das Insulin bilden. Da gibt's einige Untersuchungen, wo man festgestellt hat, Coprinus regt die Bauchspeicheldrüse an, wieder mehr Insulin zu bilden. Aber man kann schon generell sagen, auch diese exokrine Pankreasschwäche, die wird durch ABM und Coprinus unterstützt. Ja, den Fettpankreas oder im Fachbegriff Pankreaslipomatose, das hatte ich schon erwähnt. Das sind diese übermäßigen Fettablagerungen in Pankreaszellen. Hat einerseits auch was mit Ernährung zu tun. Man beobachtet es aber wie auch die Fettleber bei schlanken Patienten. Ja, das müssen nicht unbedingt übergewichtige Menschen sein. Ist reversibel, also es baut sich auch wieder ab. Allerdings, wenn man da von der Ernährung her viel macht, ja, und vor allem, also die Erfahrung zeigt eher so antientzündliche Maßnahmen in die Wege leitet. Ja, das Schöne ist bei den Pilzen, dass sie immer mehrere Aspekte abdecken. Ja, also wenn es gibt verschiedene Theorien zu diesem Fettpankreas, inwiefern da entzündliche Prozesse natürlich im Vorfeld eine Rolle spielen. Dass schlanke Patienten sind, ist die Frage, wie stark spielt der Fettstoffwechsel eine Rolle. Aber die Pilze wirken so komplex, ja, dass wir alle möglichen Ursachen und Theorien da eigentlich immer mit abgedeckt haben. Das ist halt das Schöne. Und oft ist es so, dass diese Fettablagerungen in den Bauchspeicheldrüsenzellen schon bestehen und sich dann eben daraus diese Entzündungen, Tumorerkrankung oder Diabetes dann eben eher auch entwickeln kann. Diese Fettveränderung sieht man aber nur im MRT. Ja, das lässt sich eben nicht irgendwie über das Blut nachweisen. Hier kann man sehr gut Maitake oder auch wieder den Coprinus einsetzen. Ich würde das immer davon abhängig machen, was hat der Mensch so für verschiedene Baustellen, sage ich immer gerne. Ne? Wo sind die Schwachpunkte im System? Das ist bei den Pilzen generell so. Deswegen würde ich Sie wirklich auch ermutigen, rufen Sie im Institut an. Ich blende Ihnen hinterher auch nochmal die Telefonnummer ein. Dort können Sie sich kostenlos beraten lassen. Weil man kann immer schlecht sagen, die Krankheit, der Pilz. Ja, natürlich haben bestimmte Pilze ihren besonderen Bezug bei bestimmten Erkrankungen, aber es ist doch schon immer so, dass man den ganzen Menschen anschaut, ja, und man aufgrund dessen guckt, wie kann man bestmöglich unterstützen. Und da würde man jetzt, also ich sag mal, wenn das ein Mensch ist,
wo diese Diagnose gestellt wurde, der aber auch viele entzündliche Prozesse noch hat, würde ich auf jeden Fall dann auch den Reishi ergänzen. Ja, das sind, also wenn ich jetzt hier so Pilzvorschläge gegeben habe, das ist nicht in Stein gemeißelt, das sind dann die Hauptpilze, aber da gibt es auch immer wieder Spielraum, dass man wirklich individuell auch guckt und die ideale Kombination dann findet. Deswegen rufen Sie wirklich da bitte im Institut an. Ich werde nachher auch bei den Fragen, ne, wenn das zu sehr in die individuelle Beratung hineingeht, seien Sie mir nicht böse, aber das werde ich dann überspringen, weil das können wir hier in dem Rahmen dann auch gar nicht gewährleisten. Ja, die Pankreastumore, die sind gefürchtet, weil sie relativ aggressiv sind. Sie metastasieren auch gerne in die Umgebung, in die Lymphknoten oder auch in die Leber. Die Risikofaktoren, das sind die gleichen, ja, wie wir sie jetzt auch bei der Pankreatitis finden. Alkohol allen voran, ja, aber auch dann das Rauchen, Diabetes, Übergewicht, die fettreiche Ernährung. Also hier können wir einfach am besten schon prophylaktisch ganz, ganz viel tun mit unserer Lebensführung. Klar, Genetik spielt auch nochmal eine Rolle, aber wenn man weiß, dass das in der Familie vorliegt, ja, dass da Tendenzen da sind, ja, umso mehr dann eben drauf zu achten, sich zum Beispiel auch pflanzlich mit Vollwertkost zu ernähren. Dadurch wird das Risiko schon gesenkt. Vor allem, was hier auch wieder wichtig ist, was ja generell auch für die Funktion des Pankreas wichtig ist, ne, die Darmflora, also Dysbiosen, das ist also wieder diese Fehlbesiedlung des Darms, auch durch Fehlernährung, führt einerseits gerne auch zu einer Schwächung des Immunsystems, zu Problemen im Bereich des Immunsystems, kann Tumorzellstoffwechsel begünstigen. Und beeinträchtigt aber dann auch die Erfolge bei der Chemotherapie. Ja, also wir kommen immer wieder, das ist, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, ne, ob man das jetzt wirklich als primäre Ursache sieht oder einfach ein Faktor, der das Ganze am Laufen hält, ja, ist die Darmflora einfach immer wieder ein ganz entscheidender Knackpunkt. Und die haben wir letztendlich immer mit den Pilzen unterstützt, weil die Pilze ganz, ganz viele Ballaststoffe enthalten. Aber gucken wir hier gerade nochmal so auf diese, ich sag mal, Standardempfehlung beim Pankreaskarzinom. Das ist ABM-Coprinus, empfehle ich gerne in der Zweiermischung. Bei den Tumorpatienten kommen immer relativ viele Pilze in Frage. Man will möglichst viele Aspekte mit abdecken. Gerne wird kombiniert dann auch Cordyceps und Reishi und Chaga Shiitake als Zweiermischung. Ja, also ich empfehle meinen Patienten auch immer gern die Firma Mycovital, weil da kriege ich einfach auch schon diese Zweierkombinationen. Und das reicht auch aus. Ja, also an der Stelle vielleicht auch zum Thema Dosierung, wenn Sie die Zweiermischungen nehmen, dass die Pilze, die unterstützen sich gegenseitig, die potenzieren sich gegenseitig. Es reicht völlig von der Zweiermischung auch dreimal täglich eine Kapsel einzunehmen. Man muss jetzt nicht, weil es eine Zweiermischung ist, dann auf dreimal zwei Kapseln hochgehen. Generell zur Dosierung ist zu sagen, dass es ist von Vorteil, die Pilze auf jeden Fall langsam zu steigern. Einmal, dass der Darm sich da an die Ballaststoffe gewöhnen kann, aber Pilze haben immer auch eine entgiftende Wirkung. Und damit da eben keine Entgiftungsreaktionen provoziert werden. Vor allem bei Menschen, die gerne über die Haut reagieren, das ist so ein Zeichen, dass die Ausscheidungsorgane überlastet sind, dann wird die Haut als zusätzliches Ausscheidungsorgan dazugenommen. Und gerade bei den Menschen, aber auch generell, einfach vorsichtshalber, ja, zu viel geredet heute,
wirklich einschleichen. Und die Pilze können auch während der Chemotherapie genommen werden. Das ist immer wieder eine häufige Frage. Die Verträglichkeit der Chemotherapie ist besser, die Wirksamkeit auch. Also es gibt Studien inzwischen, weil das mal eine Diskussion war, ob die Wirkung der Chemotherapie beeinträchtigt wird. Nein, es unterstützt den ganzen Prozess und man muss keine Pause machen während der Chemo. Na, es ist ganz gut, wenn man sogar schon bevor die Chemo startet, dass man da schon die Pilze eingeschlichen hat und da schon auf der vollen Dosierung ist, dann fallen auch die Nebenwirkungen nicht so gravierend aus. Und hier sehen Sie auch nochmal verschiedene Studien zu dem Thema. Also gerade im Bereich Tumorbekämpfung werden die Pilze eben sehr, sehr häufig auch untersucht. Genau, zur Dosierung, vielleicht noch zur Dauer der Einnahme. Bei Tumorpatienten ist es natürlich eine langwierigere Geschichte. Also man muss keine Pausen machen. Was bei Tumorerkrankungen sinnvoll ist, nach 3 Monaten mal zu wechseln. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt nicht gleich 3 Präparate nimmt, ja, dass man mit 2 Präparaten anfängt und nach 3 Monaten mal wechselt. Das ist durchaus sinnvoll. Grundsätzlich kann man aber sagen, also bei einer Verdauungsschwäche ist es sowieso eher ein langwierigerer Prozess. Ja, also auch wenn wir jetzt nicht vom Tumor ausgehen, sondern eher von der Pankreasinsuffizienz. Sie sollten die volle Dosierung wenigstens für 3 Monate einnehmen. Und dann kann man schauen, ne? Je nachdem, wie sich die Symptomatik auch entwickelt. Die Darmflora, ne? Bis sich der ganze Verdauungstrakt wieder reguliert, das braucht einfach seine 3 Monate Zeit. Und gut ist es, wenn Sie merken, die Symptomatik verbessert sich, nicht gleich sofort alle Pilze absetzen, dann hat man es gerne wieder, dass sich das Ganze nach einer gewissen Zeit wieder einstellt, sondern da lieber auch ausschleichen und schauen, ist das jetzt vielleicht mit einer Kapsel oder auch 2 Kapseln am Tag stabil. Also das ist dann nachhaltiger, wenn man da auch wieder ausschleicht. Und ich sag mal, prophylaktisch ist es immer eine tolle Sache, 3 Monate die Pilze einfach mal zu nehmen im Jahr, ne? Auch wenn man jetzt keine Beschwerden hat, wenn man vielleicht weiß, es ist, liegt so ein bisschen in der Familie, aber man hält sich ansonsten mit der Ernährung ganz gut, ne? Dass man da trotzdem mal so einmal im Jahr für 3 Monate wie eine Pilzkur macht, ja. Das kann man auch. Genau, dieser Teufelskreis, Pankreas, Mikrobiom, also Darmflora. Man hat das auch mal jetzt relativ genau untersucht. Wenn die Elastase, das ist ja ein Enzym der Bauchspeicheldrüse, wenn das abnimmt im Stuhl, dann sieht man wirklich eine Veränderung auch in der Zusammensetzung. Also diese gesundheitsschädlichen Bakterien, die nehmen zu und die gesundheitsfördernden Bakterienarten, die nehmen ab. Und diese gesundheitsschädlichen Bakterien, die fördern eben eher auch entzündliche Prozesse, nicht nur in der Darmwand, ne, was dann eben auch wieder zu einem Leaky Gut führen kann. Das ist ja auch in aller Munde. Also diese Mini-Entzündung in der Darmschleimhaut, wo der Darm dann auch wieder durchlässig wird, aber auch diese entzündlichen Prozesse in der Bauchspeicheldrüse. Es ist einfach ein Teufelskreis, ne? Und das führt dann eben unter Umständen auch wieder diese Entzündung der Bauchspeicheldrüse, führt dann zu einer eingeschränkten Funktion. Und genau, deswegen wichtig, hier auch das Mikrobiom zu unterstützen. Und da ist eine ganz tolle Dreierkombination Heritium Pleurotus Reishi. Heritium ist der Pilz, der die Darmschleimhaut regeneriert, wieder aufbaut. Er regeneriert auch Nerven. Und das ist ganz spannend, das erforscht man ja auch immer mehr, dieser Zusammenhang zwischen Darm und Gehirn, diese Darm-Hirn-Achse. Man weiß auch, ganz, ganz viele der Neurotransmitter werden in unserem Darm gebildet, ja, das Serotonin allen voran.
Also da gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Und deswegen hier der Heritium ein ganz wichtiger Pilz, wenn es um den Bereich geht. Pleurotus unterstützt sehr gut unsere Darmflora, also er wirkt präbiotisch. Und der Reishi hat hier eben auch nochmal den anti-entzündlichen Effekt. Also das ist eine sehr gute Kombi, die man dann zum Beispiel ergänzen könnte, ne, bei der Insuffizienz, bei der eingeschränkten Bauchspeicheldrüse mit den Pilzen ABM und Coprinus, ne, um die Regeneration der Bauchspeicheldrüse zu unterstützen. Also das wäre dann eine gute Kombi. Gut, dann gehen wir noch mal weiter. Genau, hier haben wir noch mal so ein bisschen die Übersicht, was können die Pilze bewirken? Sie wirken regenerierend, hier eben als allen voran ABM Coprinus. Wir haben die antientzündliche, die schmerzlindernde Wirkung von Reishi und Chaga. Und da muss man einfach dann auch gucken, ist das jetzt eher was schon so, also keine akute Pankreatitis, hatte ich ja gesagt, ne? Aber es gibt schon eine Pankreasreizung, wo der Verdauungstrakt wirklich empfindlich ist, ne? Wo das eher so in die schmerzhafte Richtung geht, wo die entzündlichen Prozesse eher im Vordergrund stehen. Da ist dann die Ernährung auch nochmal ganz wichtig, dass alles, was da so reizauslösend ist, reduziert wird. Da zeige ich Ihnen gleich auch noch, was da dazugehört. Das muss man natürlich jetzt hier auch immer nochmal so mit der Ernährung dann kombinieren. Die präbiotische Wirkung hatte ich gerade schon erwähnt beim Pleurotus, haben wir aber auch letztendlich bei allen Pilzen, ja, durch ihren Ballaststoffgehalt. Und was auch noch interessant ist, weil der gesamte Verdauungstrakt reagiert sehr empfindlich auf Stress. Und die zwei Pilze, die jetzt sowohl antientzündlich wirken, ne, der Reishi, als auch der Pilz, der die Darmschleimhaut aufbaut und stärkt, der Heritium, die beiden wirken sehr gut entspannend, beruhigend auf unser vegetatives Nervensystem. Sie fördern den Schlaf, also sie führen wirklich dazu, dass wir da auch wieder entspannt sind, beruhigter sind und das hat eine enorme Auswirkung auf den gesamten Verdauungstrakt. Ja, dass Pilze das Immunsystem regulieren, ich denke, das haben wir mehrfach gesagt, ne? Also vor allem, wenn jetzt ein Autoimmungeschehen auch noch beteiligt ist oder wenn das die Ursache ist, dann zur Regulation des Immunsystems muss dann auf jeden Fall ABM und Reishi mit dabei sein in der Kombination. Ja, die häufigsten Vitalpilze und auch pflanzlichen Mittel, die wir bei Bauchspeicheldrüsenbeschwerden einsetzen, ist der ABM. Coprinus comatus, gerade dann auch, wenn es um die hormonelle Problematik geht, ne, um den Insulinmangel geht. Reishi haben wir jetzt schon mehrfach besprochen, ja, sowohl antientzündlich als auch beruhigend. Shiitake ist noch ein schöner Pilz, um Leber-Galle zu unterstützen. Das ist oft auch hilfreich, ne? Das ist meistens auch gekoppelt, so eine Schwäche im Leber-Galle-Bereich und im Pankreas-Bereich. Da gibt es zum Beispiel dann auch, setze ich auch gerne ein, diese Kombination Shiitake-Artischocke, ne? Gibt es auch jetzt zum Beispiel bei Mycovital, die haben so ganz interessante Zweiermischungen einfach auch nochmal. Und was gerade bei der Pankreasreizung dann wichtig ist, dass es wirklich milde Bitterstoffe sind. Ja? Dass man da jetzt nicht bei der Reizung nicht direkt Enzian einsetzt oder sowas, ne? Sondern mildere Bitterstoffe, die kommen auf der nächsten Folie dann auch nochmal. Und sehr schön hier natürlich auch Kurkuma durch seine anti-entzündliche Wirkung, aber auch diese bittere Wirkung, die also eine mildere, bittere Wirkung hat er oder hat das Kurkuma.
Genau, hier sehen wir jetzt nochmal, was bei einer wirklich akuten Reizung zu vermeiden ist. Das ist Alkohol und Nikotin. Also das muss jetzt, das kann man auch erstmal auslassen, um so einen Versuch zu machen. Das verbessert natürlich auch eine Magenschleimhautentzündung. Ja, das sagt jetzt noch nichts drüber aus. Ist jetzt wirklich die Bauchspeicheldrüse betroffen, die Lebergalle oder der Magen? Aber nichtsdestotrotz wird das Vermeiden jetzt von solchen Lebensmitteln eine deutliche Linderung herbeiführen, wenn es wirklich eine Reizung oder entzündliche Prozesse in dem Bereich gibt. Also Alkohol, Nikotin, Kaffee, Zucker, Süßigkeiten, scharfe Gewürze, alles, was scharf angebraten ist, geräuchert ist. Fette, ne, sind weniger gut verträglich, hatte ich ja schon gesagt. Und viele Fette sind einfach auch in den industriell gefertigten Speisen enthalten. Klar, opulente Mahlzeiten, ne, immer dieses zu viel, ist grundsätzlich besser bei Pankreasinsuffizienz auch eher kleine, mehrere kleine Mahlzeiten, leicht verdauliche Speisen zu sich zu nehmen, schonend zu garen. Und hier sehen Sie nochmal eine Zusammenstellung von milden Kräutern, milde Bitterstoffe oder milde Gewürze, die die Verdauung anregen, ohne sie zu überreizen. Bei den Tees, ne, Kamille, Melisse, das sind eben auch Tees, die entkrampfend wirken. Muss man schauen, ne, dass das, wenn man die regelmäßig einsetzt, dass es da eben zu einer Entlastung kommt. Aber eine deutliche Veränderung hat man wirklich durch die Kombination dann eben auch mit den Pilzen. Ja, dann gibt's natürlich noch verschiedene Aspekte von der Lebensführung her. Ich hatte es schon gesagt, dass das Schlimmste für den Verdauungstrakt ist Stress. Und dass wir da einfach gucken, wo können wir uns Pausen einrichten, vor allem beim Essen. Das Problem ist wirklich, dass wir uns für das Essen oft nicht genug Zeit nehmen. Oder wir essen dann, wenn wir super hungrig sind, und dann essen wir einfach zu schnell. Und das gute Kauen, das ist ganz, ganz wichtig. Und da wirklich auch immer zu sagen, so, das ist jetzt meine Zeit für mich und meinen Körper, ne, dass diese Zeit gönne ich mir ganz bewusst, die sich auch einzuplanen und dann zu gucken, ne, was bringt mir Entspannung, mit was kann ich mich entspannen, was bringt mir Freude. Da muss einfach auch jeder für sich so seines finden, ne? Aber einfach nur, dass Sie noch mal wissen, die Lebensführung ist hier einfach wie bei den meisten Erkrankungen immer ganz, ganz wichtig. Ja, und dann sehen Sie hier die Hotline, wo Sie jederzeit, also von 8 bis 18 Uhr, anrufen können, sich beraten lassen können. Wenn Sie Befunde, Werte haben, haben Sie die am besten zur Hand, ja, dass wir da individuell auf Sie eingehen können und Ihnen dann die beste Kombination an Pilzen vorschlagen können. Vielen Dank für die Komplimente. Das freut mich. Hervorragende Beratung im Institut. Genau, das kann ich nur weitergeben. Alle motivieren, sich dort beraten zu lassen. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Melden Sie sich gerne, wenn Fragen sind. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.